Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Sie so weit gehen werden. Aber in Ihrer Situation ist das vielleicht verständlich. Sprechen wir doch lieber über Ihre Situation, Herr Ponig. Sie haben gelogen. Sie kannten Frau Kessler. Sie haben mit ihr auf dem Medientreff der Polizei gesprochen. Und das reicht für Sie aus, um mich unter Mordverdacht zu stellen? Sie sind schuld am Tod eines 17 Jahre alten Mädchens. Und das hatte Frau Kessler rausgefunden. Sie hätte sie erledigt mit der Geschichte. Frau Kessler wusste von diesem Abend im Telegrafen und wollte darüber schreiben. Deshalb habe ich mich bereits am Mittag mit ihr in einem Café getroffen und ihr das hier gezeigt. Ich werde mich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und habe mich deshalb komplett durchchecken lassen. Diese medizinischen Befunde belegen zweifelsfrei, dass alle meine Werte in Ordnung sind und dass ich weder Kokain noch irgendwelche anderen Drogen zu mir nehme. Es hat niemand behauptet, dass Sie selber Kokain nehmen, Herr Ponig. Das sind eidesstattliche Versicherungen einiger Freunde, die mit mir im Telegrafen waren. Sie bezeugen, dass ich dem Mädchen weder Kokain gegeben habe, noch zu irgendeinem Zeitpunkt alleine mit ihr war. Das sind alles Aussagen von Menschen, die Ihnen mehr oder weniger verbunden sind. Warum wollen Sie mich da unbedingt reinreiten? Sie war ziemlich angefressen. Ihr war schon klar, dass sie sich ihrer Story nicht mehr sicher sein konnte. Und abends auf dem Medientreff? War sie immer noch nicht restlos überzeugt, ob sie mir glauben soll. Aber ich habe ihr gesagt, da will sie jemand verarschen. Klären Sie das. Hat sie denn gesagt, wo sie ihre Informationen her hatte? Ja, warte mal, ich schreibe das auf.